Jo, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute haben wir einen besonderen Auftrag, der uns auch noch einiges an Zeit kosten wird. Und zwar haben wir in einer Folge vor, ich glaube 2 Wochen ist das schon wieder her, ein Video gemacht zum THW. Das THW bekommt ja einen kleinen Umbau, unter anderem damit die Straße da auch besser funktioniert für den Tieflader und so weiter und so fort. Und darum wollen wir uns heute einmal kümmern. Wir werden jetzt die Vorbereitung treffen und ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mir dazu Unterstützung holen soll, also irgendeinen Praktikanten holen soll. Wenn ihr darauf Lust habt, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, auch darüber und letztendlich über den Kommentar. So. Gut, also wir fahren jetzt mit einer kleinen Kolonne gleich mal eben los. Müssen mal kurz schauen. Ich weiß nicht, ob wir 2 Warenanhänger benötigen werden. Ich denke mal nicht, deswegen lassen wir einfach mal einen hier. Aber wir nehmen so einen schönen VW Crafter mit. Kuppeln wir das einmal ab. Wobei, warte, wir parken das mal eben. So, sieht ein bisschen ordentlicher aus. Gut. Der fährt dann zu guter Letzt, sozusagen als Absicherung. So. Steuerung F. Okay, gut. Der LKW fährt jetzt dem hier hinterher. Und dann fahren wir, ich würde mal sagen, durch die Innenstadt. Das geht, glaube ich, am schnellsten. So, Rundumleuchte machen wir an. Die müssen jetzt auch die Rundumleuchten anhaben. Ja, sehr gut. Weil dann fahren wir mit unserer kleinen Kolonne hier los. Die ist auch angemeldet. Von daher, das passt alles. Wobei, angemeldet nicht direkt. Ne? Man muss ja Kolonnenfahrten anmelden. So Sonderrechtsfahrten. Aber gut, wir sind jetzt eine Baustellenkolonne. Ich weiß nicht, wie das jetzt da aussieht. Ich glaube, das muss man da nicht anmelden. In Kommentaren werden sowieso wieder viele Kommentare dazu stehen, von wegen, doch muss man und nein muss man nicht. Und daher. So, wir fahren dann jetzt einmal hier vorne rechts entlang. Und dann biegen wir hier links ab. So. Okay, wir fahren hier wieder links. Schauen wir mal kurz, ob der LKW mitkommt. Herr LKW-Fahrer. Harald? Ah, da ist Harald. So, Harald, bitte nicht so schnell. Bitte nicht so schnell. Lass den Bagger drauf. Okay, gut. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Puh, erste Hürde geschafft. Die erste Kurve. Erste großartige Kurve. Gut, dann fahren wir jetzt hier weiter. Wenn wir Glück haben, erwischen wir noch die Grünphase. Nein, natürlich haben wir kein Glück. Schade. So. Blicken wir hier einmal. Ah, okay. Wir sollten vielleicht so fahren, dass der Harald hier nicht alle Mülltonnen umfährt. Ich glaube, das wäre nicht so schön. Ja, wird das heute noch was hier? Ja, sehr gut. Dann fahren wir einmal in einem größeren Kreis hier rum. Okay, jetzt ist die Straße hier gesperrt. Ist sie noch vom Hochwasser hier gesperrt? Na, wir fahren ja sowieso hier mit unserem Streckenkontrolltrupp rum. Also wenn jemand fragen sollte, wieso steht denn hier ein Feuerwehrtrecker? Hä? Auch interessant. Wir fahren jetzt mal mit 70 km/h. Für die, die diese Art von Baustelle hier noch nicht kennen. Also die... Oh, wir wurden geblitzt. Sehr gut. Die THW-Station dort, die hat halt aktuell das Problem, dass sie 2 Zufahrten lediglich hat. Eine davon ist für einen Tieflader ungeeignet und die andere ebenso. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hier am besten machen, sodass der Tieflader bei Einsätzen dann auch letztendlich mit ausrücken kann. Das ist nämlich ganz wichtig.
So, hier vorne ist die Berufsfeuerwache. Für alle, die den Kanal hier noch nicht kennen, da wird es demnächst auch noch ein paar Updates von geben. So. Okay. Hier vorne stehen immer so Pinne an der Seite. Da muss man wirklich aufpassen. Wenn man dagegen fährt, ja, ist wie bei den Ampeln bei GTA. Da geht dann das Fahrzeug sehr schnell kaputt. So, dann fahren wir jetzt einmal hier drauf. Wir gucken hinterher mal, weil wir können unter anderem hier vorne, das zeige ich euch mal eben, hier vorne haben wir einen, ja, Lagerpunkt, wo wir letztendlich Erde demnächst abladen können. Also da vorne stehen ein paar Leitplanken und hier wäre halt die Möglichkeit, Erde in den Graben zu kippen. Müssen wir mal schauen. Oder halt hier vorne abzulagern. Aber ja, alles so nach der Reihenfolge. Wir müssen sowieso schauen, ob wir vielleicht die Erde hinten aufstocken. Warte mal, huch, das könnte eng werden. Also bei diesem Weg da hinten, den ich euch gleich mal kurz zeige. Und dann sollte das auch alles so klappen. So, passt das hier auch? Ja, sehr gut. Der Harald macht sich. So, perfekt. Fahren wir jetzt einmal auf die Autobahn hier drauf. Ich weiß gar nicht, haben wir den Verkehr überhaupt an? Verkehr ist aus. Okay, dann stellen wir mal an. Ich hoffe, dass er jetzt dann gleich auch hier wieder rumfährt. Ja, da hinten kommt der Verkehr. Sehr gut. Einige hatten in den letzten Videos gefragt, wieso die Autos hier nur auf der rechten Spur fahren. Das haben wir extra so gemacht, sodass, wenn jetzt zum Beispiel eine Sonderrechtsfahrt ist, auf der linken Seite die Fahrzeuge vom THW, von der Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, was auch immer, fahren können. Weil sonst ist die Unfallgefahr doch sehr, sehr hoch und das können wir nicht tolerieren. So, ihr seht jetzt hier unter der Brücke, unter der Autobahnbrücke, ist so ein Weg. Und wenn ihr da jetzt links abbiegt, kommt ihr halt auch zum THW-Stützpunkt. Allerdings, ja, ist das doch eine Hürde. So, blinken wir jetzt einmal hier. Und biegen dann hier einmal ab. Wir müssen gucken, ob das mit dem Bagger hier klappt. Weil das sind halt diese Pinne, die wir entfernen werden. So. Ja, das meinte ich. Der Bagger fällt bei sowas immer sehr schnell runter. Fail. Wobei, wir haben ihn ja jetzt sowieso hier hingebracht. Dann können wir den Bagger auch direkt hier einmal steuern. Ich überlege aktuell, ob ich den mal wieder im Baufeber-Design hier nutzen soll. Weil das normale Volvo-Design ist schon cool, aber irgendwie habe ich mich schon dran satt gesehen. Ich weiß nicht. Was meint ihr denn? Ja? Nein? Vielleicht? Banane? Schwierig. So, ich fahre jetzt mal hier weiter. Und hier ist, ja, die Straße, die wir erneuern werden. Ja, ihr seht schon, ne? Die geht schon ziemlich steil ab, bergab. Da müssen wir am besten hier vorne Erde auffüllen. Aber da gucken wir einfach mal, wie wir es machen. Ich denke, da ist definitiv irgendwas machbar. Da wir mal kurz hier die anderen eben. Ah ja, bevor ich eins vergesse. Ja, die Geldanzeige steht bei 1,2 Milliarden. Das liegt einfach an diesem Warnanhänger hier. Wenn ihr den nämlich nutzt, dann kriegt ihr eine Riesensumme auf euer Konto hier. Und das ist natürlich nicht so schön. So. Gut, Freunde. Dann haben wir das hier auch erfolgreich geschafft. Ich würde jetzt schon mal ein paar Schilder hier hinstellen. Verbot Baustellenfahrzeuge. Ne, warte mal. So, jetzt funktioniert's. Baustellenfahrzeuge frei. So, für das THW müssen wir uns auch eine Lösung noch überlegen, wie wir das hier am besten machen. So, auch hier Baustellenfahrzeuge frei. So,
Ja, Splitschleudergefahr, das haben wir jetzt letztendlich nicht. Baustellenausfahrt, das müssen wir noch hierhin machen. Weil hier haben wir ja auch letztendlich eine Baustellenausfahrt. Und da können wir dann den Verkehr schon mal warnen. 80 ist jetzt hier. Warte mal, dann machen wir mal hier noch. Achtung, verschmutzte Fahrbahn. Denke, wenn die Autos dann mit 80 unterwegs sind, sollte das auf jeden Fall machbar sein. So. Genau, und Baustelle natürlich auch noch. Nee, das ist ein bisschen tief. Stellen wir noch hier hin. Ich hoffe, das kippt jetzt nicht um. Nee, kippt nicht um. Das ist schon mal sehr gut. So, und hier. Ja, hier brauchen wir jetzt nichts von den Objekten hier. Da holen wir uns dann letztendlich einmal noch die K5 hier. Die stellen wir dann hier schon mal hin, damit das ungefähr schon mal geplant ist, wie es hier mit den Pinnen aussehen soll. Gut, das ist umgekippt, sehr schön. Das auch. Wow. Wow, dieser Hügel hier insbesondere, der ist ja interessant. Wow, was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, wer das denn schon wieder hier geplant hat. Da müssen wir auf jeden Fall auch Erde nachfüllen. Okay, gut, Freunde. Dann stellen wir noch eben Pylonen hin. Einfach so zur Sicherheit. Ich hoffe, dass die nicht umkippen. Ja, die kippen nicht um. Das ist doch schon mal sehr gut. Wobei sie ziemlich weit nach unten schlittern. Okay, ja Freunde, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen möchtet, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Denkt dran, es gibt jetzt auch die Mod-Seite baustellenmods.de. Dort bekommt ihr viele der hier gezeigten Mods, bis auf den und ein paar THW-Mods, zum Download. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Benni.